Willkommen zur zweiten Folge Worms Clan Wars mit beiden vom letzten Mal. Das bin ich. Galdir und ich haben beschlossen, wir spielen jetzt einfach beide gegen den. Aber der muss ja trotzdem erstmal weg. Er kommt zurück. Das ist ein Scherz. Das ist doch jetzt nicht wahr. Das ist ein Karma. Scherz. Das ist Karma. Wer gegen seinen eigenen Vertrag verstößt, ne? War das ja eh noch nicht so gesagt. Guck mal, da oben steht einer neben Fass. Ja, recht. Boah. Das ist dein Scheiß, Ernst. Wie kann noch mal? Das hätte mich jetzt auch nicht gewundert, hätte er den zweiten noch mitgenommen. Ja. Merlin? Der Plan hat funktioniert. Weißt du, wo du mich mal kannst? An der Nase. Andi, es war eine gute Idee. Danke. Ja. Oh nee, War Marine kann nicht schwimmen. Die Knochen sind zu schwer. Lass das, was auch immer du vorhast. Nein, aufhören. Ach so, ja, Das gut. macht keinen Wegen Sinn. mir. Ich habe mit eurem Wasser-Jetpack. Oh, da ist noch ein Rückgrund. Hätte besser laufen können, aber mein Gott. Ich Nein, gehe Digga. mit plus ein Leben raus. Bist du dir sicher, dass du damit plus einem Leben rausgehst? Nö. Ich mir auch nicht. Ich bleib dabei, ich werde hier gemobbt. Habe ich auch das Gefühl. Ich krieg gleich einen extra Wurm. Nee. Auch wenn er mir eh nichts bringen wird. Ach doch, haben wir einen Wurm mehr, den wir abschießen können. Gut, der leider Krypton. schließt halt jetzt direkt neben mir. Blindgänger. Wäre auch lustig gewesen. Merlin, ich glaube, der kommt zurück. Ja, ich hätte mich nicht zu nah nicht dran stellen sollen, glaube ich. Aber das ist Captain Worm. Der packt gleich sein Schild aus und dann ist eh Feierabend. Pass mal auf. Das wird höchstwahrscheinlich eh nicht funktionieren. Richtig. Wegen der Scheißkante da rum, aber. Nö, ich komme noch nicht mal so mit dem Scheißschläger. Stark einfach. Ja, okay, das geht auch. Oh, der Hätte lässt auch mich noch weiter rutschen. rutschen können. Ja, gut, da komme ich jetzt eh nicht hin. Ah, guck mal, da ist ein Spaten. Warum haben wir das hier nicht? Hans Plopf Ratte Spaten. Voll die kreativen Depp. Namen. Depp nicht am geilsten. Ja, gerade so wohl. Ist nicht okay, Andy. Fast halt der Einzige, der in der Nähe ist. Ich hätte auch auf den anderen gehen können. Ist auch kein Thema. Ja, schmeiß ihn mal da unten rein. Ja. Weißt du, Was vier ist von denn? den fünf gehen zu mir rüber. Was war da trotzdem nur 80 Schaden? Echt nur noch Glück, was der hat. Ich mit so einem Scheiß. Andi wegmachen. Ja, aber pass mal auf, wenn du auf den schießt mit irgendwas, dann geht hinter dir die Flasche in die Luft und du machst Krypton weg. Ganz ehrlich, das würde ich jetzt gerne sehen. Da steht Gunpowder drauf. Ding ja. Ist klar! Und wen trifft's wieder?
War Machine ist echt der Granatenfänger hier. Ja, wow, die 14 da, ey. Will nicht rum. Was machen wir zur Hübschen denn jetzt? Wir gehen erstmal da hoch. Einfach nochmal links zum. Was ist? Ey, du fliegst besser als in GTA. Er ist weg. Ja, zweimal sogar. Der wäre durch den Schaden gestorben und dann noch ins Wasser. Oh. Unrecht. Double Kill. Quasi. Den links neben dir mit dem Baseballschläger. Sache, der War Machine wird sich rächen. Wenn er es noch kann. Die kommt zurück, die kommt zurück, die kommt zurück, schade. Ja, das kann er ja aktivieren, wie er will. Der steht gut da unten. Wobei, mit dem Wasser-Jetpack könntest du beide Gelbe da oben wegmachen. Ich habe kein Wasser-Jetpack mehr. Dann halt ein normales. Ja, schön. Wow. Trotzdem funktioniert. Nein, funktioniert nicht. War irgendwie klar, dass einer da oben stehen bleibt. Ja, der fällt gleich noch. Ich ist halt mehr oder auch nicht. So. Guten Tag. Bringst du in die Luft? Bringst du in die Luft? Nee, so hoch geht nicht. Kriegst du die Luft? Alles. Nee, das geht ja nicht. Das habe ich nur gesagt, dass er mich nicht über den Haufen schießt. Danke, Leute. Oh, geht doch. Och, leck mich doch. Ich glaube, der ist tot. Ganz leicht. Nö, mit 144 ist er nur leicht. Ich könnte mich aber täuschen. Das Gefühl, ich muss hier mal. Wow, voll Profi. Vor allem, du hängst mit der Gun, du gibst einfach noch weiter Gas. Oh, fuck. Glückwunsch, hallo. 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 War nicht so schlau. Wollen Sie Ironborn kennenlernen? War doof. Kann man, glaube ich, so stehen lassen. Das war jetzt für uns beide doof. Ja, das war, Ja, nimm ihn! Ich hab keine fucking Dingens mehr. Dann hau ich ihn raus. Dann hau ihn doch auch raus! Nein, falsche Richtung! Ich bin in die falsche Richtung gesprungen. Nice! Ganz allein da oben, ich glaube, der gewinnt das. Ah. Wenn du Armageddon hast, musst du zünden. Das sieht doch gar nicht mal so schlecht aus. Nee, nee, den habe ich nicht. Naja, würde ich jetzt auch sagen. Erstmal legen wir dir das hier mal vor die Schnauze. Und jawohl. Jetzt beide runter. Ist klar. Hat der gerade Scientology gesagt? Weiß ich nicht. Ich weiß nur, dass das so ein Würmer. Wäre wirklich, dass ich das unter Umständen eingestellt habe. Keine Ahnung, ich weiß es nicht mehr. Scientology! Nein. Aufhören. Lass das. Das sind beide Weltkrieg 2 Veteranen. Die können das aushalten. Sag ich doch. Halten die auch. Das ist doch nicht dein. Galdi, ich glaube, du musst auch nochmal. Ja, dann gewinnt Merlin wieder. Glückwunsch. Nur weil ich dann gewinnen will, wäre das kein Grund, das nicht zu machen.
Außerdem bin ich nicht mehr so gut dran. Das ist kein Grund, so unter dem Mikro zu pusten. Scherz. Ja, schön. Immerhin sind hier auch so Vollprofis am Start. Ja, komm, geh doch. Hau. Du, deine scheiß Lenkrakete, ne? Ich mach eigene Einstellungen fertig und pack die raus. Nur ja, mach das. Mach das. Hab ich ehrlich gesagt kein Problem damit, aber wenn sie da ist, muss ich sie nutzen. Weiße Banane hat noch 2 Minuten. Alles klar. Ja, komm, flieg doch noch weiter zu mir. Aber der macht dir keinen Schaden, das ist nur ein kleiner. Und der hat jetzt FedEx gesagt. Das kannst du mir nicht... Diese ja, Schleichwerbung hier in diesem Spiel. Komm doch. Mach doch gar nicht weg. Die viel größere Gefahr. Okay, das ist auch fair. Hau mich sogar nicht, das ist gut. Prügelt euch gegenseitig, das ist mir auch scheißegal. Ah, die macht mich jetzt weg und dann bin ich tot. Nee, bin ich ja gar nicht. UFO, was macht denn ein UFO? Damit kannst du so physische Gegenstände bewegen, eine Flasche oder so. Ja, das war aber wieder Fettsack, weißt du, hätte ich direkt auch laufen können. Aber weißt du, die Fetten nehmen immer den leichten Weg. Was, ich gehe auf Nummer sicher, dass er weggeht. Opfer mich. Wow. So ein Wichser. Schenkt er Andi den Sieg, ey. Was bist du für ein Vogel? Wieder zweiter, Respekt. Ja, aber geil, du hättest ihn dann in der nächsten Runde weggemacht, von daher. Ich wäre voll auf dich gegangen. Ja, klar. Neben dir steht ein Wolf und du fährst auf mich gegangen, logisch. Naja, das war's mit der Folge. Die Bewertung würde mich freuen. Bis nächste Mal. Servus.